Jo, hi, zurück zu Ghost of Tsushima. Wir sind hier nochmal im Story-Mode hier, die Sidequest. Wir wollen mal hier den guten Norio. Ich kann mir seinen Namen nicht merken. Norio heißt er, meine ich. Wollen wir jetzt nochmal klar machen, er hat jetzt noch zwei Stories offen. Ja, genau. Und da geht's wieder hin. Ferdinand, komm. So, wir müssen irgendwo hier runter, ne? Oh. So, wo ist er? Seid ihr so feige? Oh shit. Ach komm. So, ihr Dovis. So. Muss los. So, Ferdinand. Ja, es ist kalt. Wir wollten wohin? 110. Aber wo wollen wir hin? Kurz gucken, da drüben wahrscheinlich, oder? Das Feuerchen brennt. Yep. Oh. Sind ein paar mehr. Oh, was ist hier denn los? Okay. Dojo. Burn, Junge. Und den Dojo haben wir auch weg. Das muss aber auch mal kaputt gehen, mein Freund. Okay, was ist das? Schildträger? Hau da mich kaputt, ey. Diese kleine Wurst. Dann werde ich ihn jetzt irgendwie anders kaputt machen. So zum Beispiel. Mann, was für ein Affe. So, was passiert? Ich tue euch nichts. Wo ist Norio? Ihr habt die Mongolen gepriesen. Werdet ihr für eure Dienste entlohnt? Wenn wir uns weigern, sterben wir. Doch der Bruder des Wächters wird das ändern. Was wisst ihr über Norio? Er wird uns zum Sieg führen. Ich bringe euch zu ihm. Schnell. Hier lang, mein Herr. Weiß Norio, dass ihr die Mongolen helft? Wir sollten kooperieren, bis der Zedern-Tempel befreit ist. Mein Herr, stimmt etwas nicht? Ja, ich muss hier noch ein bisschen was einsammeln. Das klingt nicht nach Norio. Wirklich? Aber ihr inspiriert ihn doch so. Er erzählt immer, was er alles vom Geist gelernt hat. Aha. Schön Blümchen sammeln, kein Moment, beziehungsweise giftige Pflanzen sammeln. Ah, ist schon voll. Very nice. Hier runter? Okay. Ich bringe den Geist. Norio ist drinnen bei den anderen. Lenken Sie ab. Wir schicken kleine Gruppen in die Flanken.
Nutzt die Bäume als Deckung. Fürst Sakai. Die geht's hier ganz schön. Freunde, lasst mich kurz mit Fürst Sakai sprechen. Shushu. Okay, wir haben zwar nicht gesprochen, aber. Gut. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Hier lang. Ja, kannst du mal die Tür auflassen, du Affe. Ich habe gehört, ihr wollt den Zelan-Tempel zurückerobern. Wir trainieren hart. Sie sind bereit. Ich erkenne einige Gesichter. Aus Akashima. Meine Gesuche an den Kushi-Tempel wurden nicht erhört. Nach all unserer Hilfe. Wir befreien den Zelan-Tempel ohne sie. Warum wollen die dir nicht helfen, mein Kollege? Können die Leute den Tempel zurückerobern? Wir schaffen es vielleicht allein. Sie riskieren ihr Leben. Der Zedern-Tempel wäre ein Leuchtfeuer für ganz Tsushima. Jeder, der mit uns angreift, wird damit zu einem Boten der Hoffnung. Wir können die Botschaft nicht allein tragen. Dieser Sieg muss der Ihre sein. Wann reiten wir, Norio? Am Morgen, mein Herr. Wir reiten mit dem Geist zum Zedern-Tempel. Ja! Als ihr Kaneda einnahmt, habt ihr das ohne die Samurai getan. Ihr hattet sicher eure Zweifel daran. Ich war mir bis zum Schluss nicht sicher, ob wir es schaffen. So geht es mir ohne meinen Bruder und seine Männer an meiner Seite. Wäre Enjo doch nur hier bei uns. Sein Geist ist es. Die blauen brauchen nicht, aber die gelben vielleicht noch. Ne? So, hier lang, ne? Ja. Ihr habt Unterstützer, Norio. Sie erinnern sich an den Wächter. Und sie wissen, warum wir zum Zedern-Tempel reiten. Sie haben Glück, dass sie euch haben. Wir sollten die Straße verlassen. Hier lang. Ja. Hier drüben, mein Herr. Komme, komme. Wir sollten die Straße verlassen. Mal gucken. Hier ja. lang. Wollte noch mal gucken, ob ich noch Blümchen brauche. Der Tempel ist dort vorn, hinter den Zedern. Haben Sie Mönche als Geiseln genommen? Nein. Ich sagte Ihnen, Sie sollen sich fügen. Weniger Risiko, wenn wir angreifen. Das war schlau. Wir sind bald da. Atmen, Norio. Ohne Luft kann man nicht kämpfen. Woher wusstet ihr das? Ich kenne euch schon gut genug, mein Freund. Ganz schöner Ritt. Norio und der Geist. Wir kamen so schnell wir konnten. Gut, dass der Kushi-Tempel uns hilft. Zedern-Tempel, Akashima und Kushi kämpfen Schulter an Schulter. Zauber. Ihr greift durch das Haupttor an? Ja, wir lenken die Mongolen ab, während die anderen flankieren. Wo braucht ihr mich? Mein Herr, das ist nur mein Plan. Kämpft ihr, wo es euch gefällt. Okay. Mir nach, allesamt. As always. Bleibt in der Nähe. So. Ich komm mit. Achso, wir können natürlich, das Zeug hier mal ausprobieren und dann nehmen wir nämlich schön die hier und dann hauen die sich alle selber weg. Mal reingucken, wen haben wir? Haru! Haita Cho! Nicht einer von euch wird heute sterben. Wer heute fällt, wird in der Geschichte ewig weiterleben. Aha.
Lasst sie mal schön für euch kämpfen. So, den haben wir auch kaputt. Oh, hier müsst ihr ehrenhaft sterben lassen, das geht so nicht. Ja, so, alles ehrenhaft. Was haben wir denn noch? Wir haben ja auch noch diese wunderbaren, wo sind sie? Nein, das war falsch. Oh, die sind natürlich auch nice, klar, Moment. Was ihr könnt, können wir auch. Nee, warte mal. Das ist richtig, ja. Brandfall ist okay. Sie haben eine Hoata! Oh, echt? Da muss ich mal hin. Let's go. Wo steht die da oben? Okay. Ich steht hier, ja genau. Sein Hundi macht mich jetzt fertig. Pfeile, sehr gut. Oh, was ist los? Junge, ehrenhaft sterben. Wo haben wir denn noch Leute? Oh, die sind alte Bar. Die sind meine Friends. Ah, da hinten, okay. Kaputt, oder? Noch jemand? Ich kann nicht mehr. Oh. Echt? Mal kurz. Wir haben noch den hier. Lange. Das geht gar nicht. Okay, warte mal. Fürst Sakai, ich brauche euer Schwert. Ja, ich komme kurz. Komm rein. Was haben wir denn noch? Okay. Ich kann nicht mehr. So, wen haben wir denn hier noch? Nur noch ihn hier?
den Vogel. So, der dürfte jetzt kaputt sein, oder? Leute. So, was ist los? Der Tempel gehört euch. Beim letzten Besuch waren sie alle. Mein Bruder, Hochi, der Abt, noch am Leben. Heute beginnt euer Wiederaufbau. Kommt mit mir in die Haupthalle. Ich muss überprüfen, ob dauerhafter Schaden entstanden ist. Okay. Hier lang, mein Herr. Norio! Fürst Sakai! Was ist? Geht nicht in die Haupthalle hinein. Why not? Reißt euch zusammen. Was die Mongolen zerstört haben, bauen wir wieder auf. Von außen sieht die Halle gut aus. Nichts beschädigt oder gestohlen. Norio. Enjo? Als sie dich aus der Grube zogen, dachte ich, du... Die Mongolen schworen, dich zu verschonen. Wenn ich ihnen alles sage. Ich bin hier, Enjo. Alles ist gut. Ich habe ihnen vom Abt erzählt. Hochi, Kushidera und Akashima. Das macht nichts. Hm. Norio, ich hielt durch, um dich zu sehen. Doch ich kann so nicht leben. Doch, du kannst. Bitte, Bruder. Bitte. Fürst Sakai, lasst ihr uns allein? Ja. Tja, nett ist das nicht, ne? Sein Name ist Hartschu. Er hat meinen Bruder verbrannt und ihn verstümmelt. Dieser Hartschu, ist er unter den Toten? Noch nicht. Norio, euer Bruder war der Wächter. Er starb als Held. Nein, tat er nicht. Ich finde heraus, wo dieser mongolische Feigling ist. Aber dann müsst ihr mir helfen. Das werde ich. Wenn der Schnee nachlässt, beerdigen wir ihn. Okay, mal gucken, ob er es schon rausgefunden hat.
Oh, Geschenk. Mein Herr, kann ich euch helfen? Nö. Ich will jetzt erstmal gucken, wo Norio ist. Flup, flup. Okay, ist er das hier? Alles klar. Neunte Story. Ziehen wir uns rein. Bist du das? Ich suche nach Norio. Wo ist er? Er brachte die Asche seines Bruders auf einen Friedhof. In den Hügeln im Süden. Ich suche dort nach ihm. Vielen Dank. Mal schauen, wo das ist. Oh, da unten. Bambus voll, ne? So ganz auf den Berg rauf. Scheinbar, ne? Oder auch nicht. Der Friedhof ist doch da oben, bestimmt da oben drauf, oder auch nicht. Lass mal gucken, wo es denn hingehen soll. Wahrscheinlich irgendwo dann doch darüber. Ach, der Friedhof, okay. Enjos Urne. Er war lieber im Freien als in der Pagode des Zedern-Tempels. Der Mongole, den ihr sucht. Hachu, habt ihr ihn schon? Er ist nicht weit weg von hier. Norio, der Zedern-Tempel braucht jetzt eure Führung. Das geht vor. Rache ist nicht die erste Pflicht eines Mönchs. Bevor ich ein Mönch wurde, war ich ein Bruder. Tut das nicht allein. Lasst mich helfen. Wenn ihr es wünscht. Ja, ich wünsche es. Fort Shoney. Seid ihr sicher, dass er verantwortlich ist? Finde ich ihn, wird er um einen schnellen Tod winseln. Und niemand wird ihn hören. Ihr seid Enjos Bruder. Ich respektiere euer Recht auf Rache. Ihr sollt nicht werden wie... Wie wer? Ihr? Wie all die anderen, die dieser Krieg geprägt hat. Dafür ist es viel zu spät, mein Herr. Ja, da hat er wohl recht. Von da unten aus kann man das Fort gut sehen. Bei der Suche nach Hachu habe ich angewandt, was ihr mich lehrtet. Wie sieht er aus? Wie jeder andere mordende, ehrenlose Mongolenhund. Ihr habt womöglich nur eine Chance. Ich erkenne ihn, wenn ich ihn sehe. Schlagt zu, ohne zu zögern, sobald ihr Sicht auf ihn habt. Hunde! Macht, dass ihr da wegkommt! Norio! Bitte! Wir waren bloß hungrig! Verschont uns! Wir verschwinden! Norio, sie waren keine Gefahr. Mag sein. Jetzt definitiv nicht mehr. Sie hätten es besser wissen sollen. Rückt vor und erreicht das Nirvana. Rückzug führt in die Hölle. Von wem ist das? Ein Gebet, das Enjo in die Naginata gravierte. Nach seiner Rettung des Kushi-Tempels vor Banditen. Als er zum Wächter wurde. Er litt mehr, als wir beide ahnen können. Doch er hielt durch, um euch zu sehen. Wisst ihr, was seine letzten Worte an mich waren? Ich lag falsch. Womit denn? Werde ich nie erfahren. Hachus letzte Worte werden Schreie des Schmerzes.
Wir sollten uns ausruhen, Norio. Für morgen. Ihr habt recht, mein Herr. Ich sammle meine Kräfte für Hachō. Na, ist alleine losgeritten, war ja klar. Na, Jin, die alte Schlafmütze. Norio. Wo ist der? Hier! Verflucht, Norio. Das Fort steht in Flammen. Was hat Norio getan? Nicht schlecht. Mein Herr! Hilfe! Bitte! Er ist verrückt! Was ist passiert? Norio! Als ich ihn zuerst sah, dachte ich, meine Gebete wurden erhört. Doch. Geh zum Zedern-Tempel. Ich mach das schon. Voll durchgeknallt jetzt, oder was? Finde Zuflucht bei Amida, Buddha. Wer war das? Norio. Er ist verrückt geworden. Leute. Du hast nicht den Mut, es zu tun. Brennt! Brennt für eure Untaten! Schlechter! Was ist denn los, Junge? Ihr würdet nie euer Naginata im Hass schwingen. Ich tat, was der Geist tun würde. Und jetzt ist Hachō tot. Ich gehe nicht wieder zum Zedern-Tempel. Nicht nach all dem hier. Wohin geht ihr? Das ist egal. Er lebte noch, als ich das Holz ansteckte. Als er schrie, erfüllte es mich mit Freude. Und ich würde es wieder tun. Ich bin nicht länger Mönch. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir alle bereuen etwas und haben Versprechen gebrochen. Aber diese Insel braucht euch. Den letzten Mönch des Zedern-Tempels. Ich kann nicht sein, wer ich einst war. Vor all dem hier. Das müsst ihr auch nicht mehr werden. Ihr sollt einfach nur nicht aufgeben. Blickt nach vorne. Danke, Jin. Wir sehen uns beim Zedern-Tempel. Voll die Kampfmaschine. Junge, das hat er ganz allein gemacht, ja? Was für ein Vogel. Alter Verwalter. Na gut, okay. Also ich würde mal sagen, für uns jetzt muss das reichen. Ja. Da ist es okay. Und mehr gibt's dann halt beim nächsten Mal, okay? Also, bis dann, ciao.